Seit über einem Jahrzehnt kann das Freibad in Losa nicht mehr von Badegästen genutzt werden. Ende 2009 wurde es aus finanziellen Gründen geschlossen. Das Freibad am Rande der Gemeinde Losa wurde lange durch Bürgerinitiativen erweitert und erneuert. In den 90er Jahren wurde das Bad abgerissen und neu aufgebaut. Ein kleines 25 Meter Becken mit Edelstahlauskleidung entstand. Hinzu kam eine breite Rutsche. Für die Jüngsten entstand ein Planschbecken. Doch leider sorgte das große Angebot an Badeseen in der Region zu einem immer schwächer werdenden Strom an Badegästen. Jetzt werden erste Pläne vorgestellt, wie man weiter mit dem Grundstück verfahren soll. Bürgermeister Thomas Leberecht hat vor wenigen Wochen dem Gemeinderat seine Zukunftspläne für das Bad mitgeteilt. Grundsätzlich ist es hier so, dass wir unter anderem anhand der Nutzungsunterbrechung hier erhebliche Schwierigkeiten haben, dieses Freibad wieder in eine Nutzung zu bekommen. Auf der anderen Seite ist der Gemeinderat mir im letzten Jahr dankenswerterweise gefolgt, eine Investitions- und eine Standortanalyse auf den Weg zu bringen. Hier möchte ich ganz einfach die Infrastruktur bei uns im Kindergartenbereich so weit erhalten, dass ich alle vier Standorte betrachten möchte. Das heißt also Großsärchen, Steinitz, Weißkolm und Losa immer unter der Prämisse, diese Standorte zu erhalten. Gleichwohl weiß ich aber auch, dass wir erheblichen Reparatur- und Investitionsstau in unseren kommunalen Gebäuden haben. Und das Ganze mit dem Hintergrund, wenn wir die Kita Märchenland in Losa betrachten, das ist ein denkmalgeschütztes Haus. Früher, Anfang des 20. Jahrhunderts, war es eine Schule, später dann Kindergarten. Wir haben hier erhebliche Herausforderungen, was den Brandschutz betrifft in den nächsten Jahren. Das Gebäude als solches ist leider nicht mehr erweiterungsfähig und wissen auch, dass der Reparatur- und Investitionsstau schon alleine an dieser Einrichtung sehr, sehr hoch ist. Mir hierfür den Ansatz genommen habe, ganz einfach mehrere Dinge miteinander zu verknüpfen. Denn wir wissen auch anhand des demografischen Wandels, was ja auch unsere Gemeinde Losa betrifft, dass wir zum Beispiel einen hohen Bedarf an Tagespflege oder an betreuten Wohnen haben. Das hat unter anderem die letzten zwei Jahre mehrere Anfragen haben das gezeigt, die mir gegenübergestellt wurden. Und ich mir hier vorstellen kann, dass wir genau das verknüpfen. Geplant ist ein Mehrgenerationshaus, also eine Kombination aus Kindergarten und Altenheim. Die Gemeinde, so betonte der Bürgermeister, braucht für die Zukunft unbedingt Angebote für junge Familien. Da auch die Kita Märchenland unter Denkmalschutz steht und somit nicht erweitert werden darf, müssen nun neue Kita-Plätze geschaffen werden. Doch noch befindet sich das Gelände in einem schlechten Zustand. Neben allerlei Weggeworfenem sieht man auch zahlreiche tierische Hinterlassenschaften. Frösche und Wildschweine waren in den vergangenen Jahren die einzigen Gäste. Der Loser Gemeinderat hat den Vorschlag von Herrn Leberecht in ihrer letzten Ratssitzung für gut befunden. Doch wie finanziert sich so ein Großprojekt eigentlich? Ich hoffe ganz einfach, dass wir hier über die Strukturmittel für die Braunkohleregion eine Fördermöglichkeit finden würden. Eine Förderung in Höhe von 90%. Hier ist natürlich entscheidend, den Eigenmittelanteil zu stemmen, das ist mir durchaus bewusst. Das ganze Verfahren wird natürlich auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt also, wir müssen hier erstmal Voraussetzungen schaffen. Ich denke da erstmal an den Bodengutachten, also wo ist was möglich. Bis hin dazu, wir befinden uns hier im Außenbereich. Das heißt also, wir müssen hier nach Baugesetzbuch Baurecht schaffen. Wir müssten den Flächennutzungsplan der Gemeinde Losa auch diesbezüglich anpassen. Und dann natürlich sozusagen mit Baurecht ins Verfahren gehen, um einen Fördermittelantrag stellen zu können. Gestern traf sich Thomas Leberecht mit Jörg Mühlberg, dem Standortleiter der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung im Raum Weißwasser, um die Voraussetzungen für einen möglichen Fördermittelantrag zu besprechen. Eins stellte sich jedoch schnell heraus: Ohne die Förderung vom Bund ist dieses gesellschaftlich relevante Projekt kaum realisierbar.